Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Hallo. Wir sind nicht Dominik, wir sind auch nicht Daniel und der Ramon. Doch sind wir. Ich bin auch nicht Michael. Und ich bin nicht du und du bist nicht ich. Und warum machen wir dieselbe Witze wie vorher? Muss ja ungefähr gleich aussehen, ne? Mensch, es merkt einer, dass wir jetzt nicht genau dasselbe sagen wie bei dem letzten Take, den wir genommen hatten, den wir aber wieder verwerfen mussten, weil das Mikro nicht angeschaltet war. Welches Mikrofon? Der Ramon hat was ganz Besonderes erlebt. Und was das Ganze ist, erzählt er uns vielleicht mit ganz viel Glück. Nach dem Abspann. Vorspann. Intro. Intro. Machen wir das nochmal oder lassen wir das so? Ich find's gut. Mir gefällt's. Das kann der Dominik entscheiden. So Battle Bear! Du, du. Battle Bear! So, wir sind zurück. Der Ramon hat etwas ganz, 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 das sind viele Gänse, ganz, 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 ganz. Zu mir zurück. Du kannst jetzt nicht meine Sprüche vom letzten Take übernehmen. Besonderes erlebt, nämlich du warst in Berlin. Was hast du denn da gemacht? Warum warst du denn in Berlin? Wenn die jetzt wieder... Also... Nein, also es geht ganz explizit, du warst in Berlin, weil dort war ein sehr, sehr großer Hersteller, der normalerweise Puzzles und so weiter macht, genau. Und viele ganz andere schöne Brettspiele und die haben was vorgestellt. Genau, also es war in Berlin, hat die Firma Ravensburger eingeladen zu einem Pre-Launch-Event zum neuen Disney-Sammelkartenspiel Lorcana. Das Spiel Lorcana wird produziert von Ravensburger in Zusammenarbeit mit Disney. Und habe ich schon gesagt, dass es ein Sammelkartenspiel ist. Und wenn Ravensburger und Disney sich zusammentun, um ein Sammelkartenspiel auf den Markt zu bringen, dann ist das schon eine große Nummer. Und bei diesem Event hat man auch gesehen, warum das eine große Nummer ist. Und wir waren gehypt. Also ist wirklich toll. Darf nicht alles zeigen, was da war. Ich darf auch nicht alles verraten, was da war. Noch nicht. Aber... Ich kann hier schon mal die Karte in das Bild halten, dass ihr schon mal seht, auf was diese Reise hinausläuft und was da, um was es da geht. Es war super spannend, super unterhaltsam, super lehrreich und wir haben viel gespielt auch schon. Ich wollte nur mal die Karte in der Hand halten. Ich hatte schon noch nie. Die ist. Wunderschön. Übrigens, das ist der Originalkartenrücken von Lorcana. Genau, das ist der Originalkartenrücken zu Lorcana. Und was ich dazu spoilern darf, halt den vielleicht nochmal gleich in die Kamera rein. Warum bist du denn eigentlich geladen worden? Normalerweise waren da mehrere Stores? Es waren wenige Stores. Ich glaube, 4 oder 5 Stores waren da. Ansonsten waren es vor allem Influencer. Und Community Manager, also quasi Facebook-Gruppen-Admins von Lorcana Facebook-Gruppen oder halt Kanäle, YouTube, die halt in dem Bereich was, im Bereich Spiele, aber allgemein Spiele auch. Also jetzt nicht nur Sammelkarten-Cracks, sondern auch Pen Paper, Tabletop, alle möglichen Bereiche. Also alles, was irgendwo mit Spielen zu tun hat, war da. Das heißt, da waren halt wirklich Besucher, die mit Sammelkarten gar nichts am Hut haben. Und dann war halt auch so einer wie ich, der dann halt im Prinzip, Sammelkarten steht ja quasi, Trading Cards and Games steht ja bei uns, das Motto steht ja bei uns im Namen mit drin. Und war eine sehr illustre, sehr, sehr gemischte Gesellschaft. Bei dem Event gab es 2 Teile. Über den ersten Teil dürfen wir berichten und ihr werdet wahrscheinlich jetzt mitkriegen, dass auch andere schon über diesen Teil berichten. Da gab es schon auch erste Bilder in verschiedenen Facebook-Gruppen und ganz viele Kartenspoiler. Ganz viele Kartenspoiler und ganz viele Infos. Das heißt, der erste Teil ist cool. Über den zweiten Teil dürfen wir noch nicht reden. Da gibt es quasi einen Termin, den wir einhalten müssen, um bis zu dem wir quasi Stillschweigen bewahren müssen über das, was wir dort erfahren haben. Ich kann euch halt nur so viel sagen, dass es richtig geil wird und schon sehr geil ist. Und wir die Zeit, ja, Timer übrigens hier, Countdown, ne? Bis zum Event, bis zum Launch, wir können das kaum erwarten. Es sind noch 31 Tage, glaube ich. 31 Tage. Oder? Bis 18. Weil wir Fachhändler sind, dürfen also, wir...
wir können es kaum erwarten. Wie gesagt, wir haben schon die ersten Partien gespielt. Und es spielt sich super. Es spielt sich super. Es ist so schnell zu lernen. Du bist dadurch, dass ja viele von uns, zwar jetzt nicht unbedingt alle, ist ja nicht jeder Disney-Fan, aber jeder kennt so die grundlegenden Charaktere, da hat man alles schon mal gesehen. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt der größte Fan davon ist, hat man aber direkt eine Bindung dazu, direkt einen Bezug dazu und kommt eigentlich sehr schnell rein und wird direkt abgeholt. Das Spiel ist in den Grundzügen sehr einfach zu erlernen, sehr schnell erklärt und trotzdem bietet es aber ja, Synergien und Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Karten, wie die miteinander interagieren, dass man daraus auch schon anspruchsvollere Strategien bauen kann. Und sollte. Genau, also es gab am Schluss auch ein Abschlussturnier, also quasi drei Abschlussturniere. Da wurde das dann quasi in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Und in welcher Gruppe warst du denn? Bei den Anfängern, die noch nie was mit Sammelkarten zu tun hatten. Das glaube ich dir jetzt irgendwie nicht. Nee, also ich hätte mich in die mittlere Gruppe gesteckt, sozusagen bei den Fortgeschrittenen, weil auch wenn ich jetzt einen Laden habe und seit Jahren mit Sammelkarten zu tun habe, bin ich, glaube ich, derjenige im Team, der am wenigsten spielt. Also hättest du, wenn einer von uns dort gewesen wäre, in die oberste Legendenliga gesteckt, ja, die nicht vorhanden war. Aber ich habe mich natürlich auch in die Legendenliga gesteckt, also quasi zu den Experten, weil ich kann jetzt, das wäre jetzt halt unfair gewesen. Also lieber verliere ich mit Anstand in der Expertenrunde, statt dass ich mich dann doch in der mittleren nach vorne mogel. Also das muss schon sein. Es ging ja auch um nichts. Doch, es ging um was. Der Gewinner hat was gewonnen. Ich habe nicht gewonnen. Ja, deswegen hast du das nicht bekommen. Aber, und das ist sehr traurig. Aber ich habe gewonnen, weil es hat Spaß gemacht. Und allein das Spielen zu dürfen, war schon Belohnung genug. Ja. Und das meine ich so, wie ich sage. Es war wirklich. Das ist sehr beneidenswert, hat Spaß aber gemacht. Du hast nicht gewonnen. Nee, ich habe nicht gewonnen. Mein erstes Spiel habe ich gewonnen. Und dann die beiden anderen verloren. Ja, weil ich ja nicht wusste, was der Gegner und dann Boardwipe quasi alles -2 und dann war nichts mehr da und dann. War doof. Gut. Hat aber super Spaß gemacht. Und ich hab dir von vornherein gesagt, wenn du da hingehst, ja, dann musst du üben. Was hast du getan? Nicht geübt! Schreibt doch mal in die Kommentare, wie enttäuscht ihr eigentlich gerade seid, dass der Ramon nicht gewonnen hat. Ich habe ein Spiel gewonnen. Hätte ich danach aufgehört, hätte ich meine Lorcana-Karriere so 100% Winrate genau, beendet. So, also, aber wie gesagt, gewonnen haben wir alle, die wir da sein durften und die wir spielen durften. Und ich war am Tisch bei den Experten und da war, ich glaube, Max hieß er, glaube ich, ein Digimon-Spieler aus Trier. Und waren auch noch andere wirklich, wirklich, die tief drin waren im Thema. Die Hearthstone hat einer gespielt, der andere auch Digimon. Also wirklich erfahrene Sammelkartenspieler, die da wirklich kompetitiv unterwegs waren. Und wir hatten alle Spaß mit dem Spiel. Trotzdem, dass es so einfach zu erlernen war, bietet es genug Tiefe und Strategie und Möglichkeiten, dass es eben nicht langweilig wird für einen, der da wirklich drin steckt. Und du kennst es ja selbst, ja. Du bist ja selbst tief drin. Ja. Und wo ich sage, das ist eine Mischung, alle Achtung. Das muss man erstmal hinkriegen, ein Spiel so zu gestalten, dass es leicht zu erlernen ist in den Grundlagen und dann aber in der Tiefe so viele Möglichkeiten bietet und durch die Kombination der beiden Tintenfarben so viel Widerspielwert auch hat. Ja, du hattest ja, also ich habe am Anfang eines der ersten Videos bei uns auf meinem Lorcana-Kanal, übrigens, den ihr jetzt abonnieren geht, da wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen ein bisschen rund gehen und zur Sache. Bis zum Release. Aber es gibt ja ich krieg die Zahl jetzt nicht in den Kopf, aber ja. Zwei Tinten haben wir. Also wir dürfen nur zwei Tinten spielen. Es gibt sechs verschiedene. 2 hoch 6 oder 6 hoch 2? 2 hoch 6? Nee. 2 hoch 6, glaube ich. Nee, 6 hoch 36. 36 Kombinationen ergibt. Ja, das kann sein. Er ist auf jeden Fall Mathematik. Mathe, ne? Mathe. So, schreibt so in die Kombinare, wie viele so Kombinationen irgendwie. Das ist. Also 2 hoch 6 oder 6 hoch 2. Auf jeden Fall ein Haufen und. Ich würde behaupten, bis du die alle durch hast, gibt es ja schon wieder die nächste Erweiterung. Safe, ja. Gesehen hat die Möglichkeit, immer noch neue Mechaniken vielleicht sich auszudenken. Also ich denke, da wird auf Jahre hinweg der Spielspaß da sein. Und die Disney-Welt gibt ja auch genug
zur Auswahl. Ja, also gerade weil wir schon immer ganz, war das in diesem oder in unserem Outtake-Video, ich weiß gar nicht, weil du hast gesagt im letzten, dass du mit Kapp und Kappa und Bambi groß geworden bist. Ja, das war so die Zeit. So, Kapp und Kappa habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, genauso wie Bambi. Es kann natürlich noch sein, dass irgendwelche Spoiler, und vielleicht weißt du auch schon mehr, was du nicht verraten darfst, was ja auch vollkommen okay ist, dass sowas noch in Planung ist. Also ich bin mir sicher, dass auch beispielsweise ganz eindeutig diese Pixar-Schiene mit reinkommt. Also gehen wir von Cars aus. Wir haben noch Toy Story, was noch fehlt. Wir könnten theoretisch in das Star Wars und Marvel-Universum noch reingehen, was die jetzt alles ist. Die Möglichkeit besteht. Und dass da nicht neue Mechaniken ins Spiel mit eingebracht werden. Ja? Wie zum Beispiel, ich habe keine Ahnung. Wenn du eine Gruppe hast von 3 Leuten auf deinem Feld, machen die ganz was Besonderes zusammen. Zum Beispiel die Musketiere von Disney. Ja. Ja, ich meine, Mickey wurde gespoilert und Goofy wurde gespoilert, ja. Aktuell im neuen Set. Dann fehlt ja noch Donald theoretisch, dann wären es ja die 3 Musketiere und da gibt es bestimmt eine Mechanik, die irgendwas sagt, wenn die Musketiere auf dem Feld ist, passiert was. Oder du hast einen Banner jetzt gesehen bei euch auf dem Event, was Karten ziehen lässt, wenn einer mit Bodyguard stirbt. Ne? Das ist ja, war ja in der öffentlichen, in der öffentlichen Ding, das war ja dabei, diese Karte wurde ja gespoilert und direkt habe ich ein Bild geschrieben, wie kann das sein, dass das Event hier noch keine 2 Stunden los ist und schon die ersten Karten im Internet sind. Genau, weil der Teil öffentlich war, also das durfte auch gespoilert werden, das ist auch völlig in Ordnung. Ich war allerdings so geflasht, dass ich da jetzt gar nicht zwischendrin dazugekommen bin, schon irgendwelche Posts rauszuhauen. Wir wollten das in Ruhe aufarbeiten. Aber jetzt fällt mir gerade völlig zusammen, das ist eigentlich völlig zusammenhanglos, was wir hier quatschen. War bei dir eigentlich auch der Fokus drauf, im Mental, dass das Multiplayer-fähig ist? Ja. War bei dir schon? War bei mir gar nicht so angekommen. Wusste ich. Weil, also in den Regeln steht auch drin, dass du das spielen, dass du es als Multiplayer-Format spielen kannst. Und das ist dann, weil das Spielsystem ist ja so aufgebaut, dass du nicht deinen Gegner besiegen musst, sondern du musst dich selbst darum kümmern, dass du für dich selbst gewinnst. Genau. Und das ist ja auch das, was ich so kinderfreundlich finde, weil du sagst nicht zu deinem Sohn oder zu deiner Tochter oder zu was auch immer, du musst den Gegner besiegen, sondern du musst gucken, dass du selbst klarkommst und selbst für dich gewinnst. Ja, ergibt Sinn. Und das ist dann natürlich auch Multiplayer-freundlich quasi. Und es gibt dann halt auch Karten, die darauf Rücksicht nehmen, dass dann halt eben gleichmäßig die Gegner bedacht werden. Genau. Mit Segen und Schaden und richtig, was auch auf immer. Auf allen Karten steht, glaube ich, sogar drauf, füge allen gegnerischen Kreaturen oder alle gegnerischen Charaktere 2 Schaden schon. Genau, also sowas gibt es da schon. Also finde ich super und ich bin gespannt, wie sich das alles entwickeln wird, was jetzt das ganze Turnierspielen angeht, welche Turnierformate sich daraus entwickeln werden. Dass es gut angenommen wird von der Spielerschaft, davon bin ich überzeugt. Weil es wirklich halt neue Mechaniken bietet, innovative Ansätze, die man so noch nicht kennt oder in dieser Kombination, die einfach Spaß machen und der Wiederspielwert wahnsinnig hoch ist, finde ich. Also, okay. Also kann man so sagen, der Ramon heute, wenn der Ramon nicht auf diesem Event am Samstag gewesen wäre, das war ja Samstag, ne? Samstag. Dann hätte er viel ausschlafen können und viel Freizeit gehabt. Würde aber der Ramon vor Samstag eigentlich wissen oder sich vorstellen können, wie gut dieses Spiel werden kann? Nee. Also, dass es gut wird, war mir schon klar. Das ist ja logisch. Aber es ist nochmal was anderes, das zu erwarten, dass es gut wird, weil man sagt, ja, Ravensburger, Disney, Mickey Mouse und das alles ist natürlich ein Erfolgsfaktor. Aber sich davon selbst zu überzeugen, wie gut es ist und vor allem selbst Opfer zu werden, wie gut das Spiel ist und das selbst zu erfahren, wie gut es ist und an einem Abend da so tief reinzukommen. Und ich habe mich tatsächlich vorher nicht intensiv mit den Regeln beschäftigt. Was ich halt gemacht habe, ist das Video zu schauen, was wir gebracht haben über die Regeln und wie man das spielt. Und mehr habe ich da jetzt auch nicht gemacht. Und das Video habe ich mir damals angeschaut, als es rausgekommen ist. Habe dann die ganze Zeit wieder alles wieder vergessen. Und im Hotelzimmer habe ich mir dann vor dem Event das Video nochmal angeguckt. Haben wir jetzt Gott sei Dank haben wir alles erklärt. Genau, können wir ja verlinken, das Video mit den Regeln hier, wo das ist. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Und das hat gereicht. Und alles andere, wie mein Deck funktioniert, was alles so die Eigenarten sind, das muss man dann halt natürlich, das sind ja nicht die Grundregeln, sondern das sind die Kartenregeln. Und man muss halt gucken, wie das Deck funktioniert und was es machen will. Und dann schaut man sich halt die Karten an, sortiert die so ein bisschen nach Sinn und Zweck und nach Unterstützungsgruppen. Und dann weiß man halt schon, wie das Deck gespielt werden will. Mhm. Und aber dass es dann so flott ging, dass man da so schnell reinkommt und so schnell reingezogen wird,
in diese Welt und die auch so liebevoll gestaltet ist und die auch so detailreich gemacht ist, das ist der Hammer. Und zum Thema detailreich ein kleines Ding. Schaut euch mal den Kartenrücken an. Das ist wirklich Lorcaner-Style. Und trotzdem, nee, ich muss es so rumhalten, so. Trotzdem ist es Ravensburger quasi gebrandet, weil hier durch diesen Strich hat man so den Hauch dieses bekannten Ravensburger Dreiecks. Das ist so ein kleiner Hint, so Easter Egg kann man es fast schon nicht nennen, aber was uns quasi die Designabteilung offenbart hat. Und dann denke ich mir halt, ja Mann, das sind so die Kleinigkeiten. Wegen dem da unten. Ja. Und weil das auch die einzige Linie ist, die fast gerade ist. Fast gerade und fast und nur blau. Und das ist also ich hätte jetzt mal vielleicht mehr träumen können, dass da oben das da und das da so Mickey-Ohren sein sollen und der große Kreis der Kopf. Du kannst viel reininterpretieren. Ne? Man kann da sehr viel reininterpretieren, aber ja. Das passt, ja. Und auch die, wie die Symbole der verschiedenen Farben gewählt wurden. Also das auch, wie die ausgestaltet sind. Also echt? Zum Beispiel das Ember, dass die sich dabei was gedacht haben, dass das so, so miteinander verbunden ist, vieles einfach. Also Da ist was hinten dran. Das ist nicht einfach nur, wir machen ein paar Spielkarten, kleben da ein bisschen Disney-Charaktere drauf, machen ein einfaches Spielprinzip und bringen das unter die Leute, sondern da haben sich viele erfahrene, schlaue Menschen viele Gedanken gemacht und auch sehr begnadete Künstler. Einen davon durften wir kennenlernen. Es ist mega. Es ist einfach mega. Und ich bin begeistert und freue mich, wenn es rauskommt. Am 18. ist es ja soweit. Am 18. ist es soweit. Noch ein Monat jetzt, Stand heute. Ja. Jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage von mir. Ja. Danke. Ich bin mir sicher, dass du da nicht drüber reden darfst. Weiß ich nicht, frag doch mal. Ich frag mal. Organized Play. Ja. Wie wird das denn aussehen? Gibt es da schon irgendwelche Infos, die du sagen darfst? Wurde darüber gesprochen? Sind das Hidden-Informationen, die jetzt wir nicht besprechen sollten in einem Video? Organized Play wird es geben. Danke. Gut, dann kenne ich die Antwort nach der Antwort, die von dir. Genau. Wenn ihr natürlich Fragen zu dem ganzen Thema Lorcana habt, dürft ihr die gerne natürlich in die Kommentare stellen, ob der Ramon darauf Antworten hat, geben darf, ob er das will, ob er das macht. Sei mal dahingestellt. Aber ich sehe schon, ich glaube, das Wochenende, der Tag hat dir sehr gut getan, dass du dich ein bisschen mehr in dieses Spiel verliebt hast. Was wir ja schon ganz lange davon mega Fan sind. Genau. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für die ganzen Leute da draußen, außer dass sie alle jetzt unbedingt Lorcana anfangen sollen zu spielen? Nee, also der Ausblick wird sein, wir werden weiter Content auf unserem Kanal, Lorcana-Kanal produzieren. Wir werden sehr intensiv auf den ganzen Spielbereich eingehen. Wir werden euch vom egal wo ihr steht, ob ihr Anfänger seid im Sammelkartenspielen oder ob ihr schon fortgeschritten seid, egal was ihr vorher gespielt habt, wir werden das so aufbauen, dass wir euch mitnehmen von dem Level, wo ihr seid und euch zu Lorcana-Profis machen werden, dass ihr die Farben kennt, dass ihr, wenn ihr unseren Kanal verfolgt und alle Videos aufmerksam schaut, zum Launch-Event bei uns im Laden im Prinzip schon wisst, was zu tun ist. Ich denke, das sollten wir hinkriegen und dann endlich das Spiel spielen dürft, die Karten selbst in Händen halten dürft und selbst eintauchen dürft in die wunderbare Welt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt halt eben, das, was wir an Informationen haben, was wir an Wissen haben, so aufzubereiten in den nächsten Wochen, dass das halt für euch einfach zu verarbeiten ist und dass ihr da reinkommt. Also wir werden euch auf dieser wunderbaren Reise, werden wir euch alle mitnehmen und wir freuen uns einfach drauf. Wir freuen uns drauf, dass das so toll ist, dass wir wirklich hier eine Bereicherung haben und wenn ich mir den Daniel so anschaue, Niederlagen, weil der weiß ja schon wieder so viel mehr als alle anderen, was wo an Karten und keine Ahnung. Und es wird wunderbar werden. Es wird ein Traum. Es ist super schön, es macht mega viel Spaß. Ja, Ramon, danke, dass du da warst. Ich fange jetzt weiter an zu heulen, dass du da warst. Ja, das war jetzt halt, es tut mir leid, aber da muss ich halt die Chefkarte spielen. Das ist also, okay, die Chefkarte. Vielleicht hätte ich mich einfach in den ganzen Gruppen, Communities, Discord-Servern, mir egal, einfach mehr engagieren müssen. Vielleicht hätte ich die Einladung auch bekommen ohne dich.
Aber das sehen wir dann in einem anderen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Disney Locana, sehr groß. Es wird sehr spannend. Ja, ich weiß gar nicht. Dürfen wir das eigentlich schon sagen? Aber wir gehen dann mal, ne? Spielen. Tschüss. Ciao.